Hallo, in dieser Videoserie werde ich Ihnen zeigen, wie man Serienbriefe mit Word und Excel erstellt. Diese Videoserie wird mehrere Videos beinhalten und jedes Video erklärt dann ein Teil oder ein Teil vom Weg zum Serienbrief. Die Schritte dafür sind nicht kompliziert, doch das Konzept eines Serienbriefs muss erst richtig verstanden werden. Und deswegen fangen wir mit einem ganz einfachen Beispiel. Ich habe hier ein Schreiben, mit dem ich in dem Fall jetzt die Anna und ihr Partner, den Alfred, zu meiner Geburtstagsfete einlade. Und was ich jetzt machen will, ich will eigentlich dasselbe Schreiben verwenden, nur halt auch noch dazu andere Leute einladen. Zum Beispiel die nächste Person wäre der Ralf und seine Partnerin, die Martina. Wie könnte ich sowas machen? Der einfachste Weg ist, man lässt das Dokument so wie es ist und man geht über Datei, speichern unter. Hier ist schon der Anna-Brief. Ich speichere das unter einem zweiten Namen, zum Beispiel Ralf, das ist der neue Empfänger, Ralf. So, jetzt ist die Kopie gespeichert. Ich tue mal das bisschen hier runter machen. Dann sieht man jetzt, Ralf ist jetzt, wir sind jetzt in der Kopie, also in dieser Kopie, das zweite Dokument. Und jetzt muss ich nur noch die Sachen ändern, die in dem Brief anders sein mussten. Also zum Beispiel, da der Brief zum Ralf geht, ist jetzt nicht mehr Anna der Empfänger, sondern Ralf. Und natürlich der Partner ist dann anders, in dem Fall Martina. Okay? So, und das wäre jetzt der zweite Brief. Ich speichere den, tue ihn nochmal speichern. Jetzt ist er erledigt. Und wenn ich jetzt noch einen dritten Brief speichern will, wieder dasselbe Prozedere, über Datei, speichern unter. Jetzt habe ich schon zwei. Ich mache jetzt einen dritten Brief. Sagen wir mal Christine. Okay, jetzt sind wir in dem Christine-Brief. Also muss ich hier dann Christine reinschreiben und ihr Partner Manfred. Ja? Und man kann dann natürlich so weiterverfahren. Für jeden Gast macht man dann Speichern unter und schreibt dann was in jedem Brief anders ist, tut man dann hier ergänzen und dann tut man erneut Speichern und so habe ich jetzt drei Briefe erstellt. Will ich jetzt noch einen vierten Brief, wieder unter Speichern unter und so weiter. Jetzt, mit dem Speichern unter erstellt man schnell eine Kopie vom Brief. Und die Speichern unter Methode ist eigentlich sehr effizient. Nur, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 100 Leute einladen will, dann würde das zu lang dauern, weil dann müsste ich 100 Briefe immer mit Speichern unter erzeugen und dann immer in jedem Brief dann gewisse Details ändern. In unserem Fall hier der Empfänger und der Partner. Und das musste ich dann 100 Mal machen. Und wenn ich natürlich 1000 Gäste einladen will, dann dauert die Sache viel, viel, viel zu lang. Und von daher, die Speicher-Unter-Methode ist sehr effektiv, wenn man jetzt, das macht man oft bei Bewerbungen zum Beispiel, oder wenn man einen Geschäftsbrief schreibt, man will denselben Brief an jemand anders verwenden oder dieselbe Bewerb oder dasselbe Bewerbungsschreiben an jemand anders verwenden, dann ist mit der Speicher-Unter-Methode eigentlich, ist man sehr gut bedient. Allerdings, wenn man jetzt Dokumente 20, 30 Briefe rausschicken will, dann ist mit Speichern unter, ist es nicht mehr das richtige Werkzeug. Und da kommen wir zum Thema Serienbriefe. Jetzt kommen wir zur Frage, was ist eigentlich ein Serienbrief? Ein Serienbrief besteht aus zwei Dokumenten. Das erste Dokument ist eigentlich der Brief selbst. Das ist dann der Text vom Brief. Dieses Dokument heißt Hauptdokument. Ich tue es mal hier abkürzen. Das heißt Hauptdokument. Und das beinhaltet der Inhalt, der sich gar nicht verändert. Der sich gar nicht von Brief zu Brief verändert. Das heißt, wenn wir hier wieder in unser Brief reinschauen, ist eigentlich der ganze Text bleibt unverändert. Bloß
diese zwei unterstrichenen Texte, die ändern sich von Gast zu Gast. Ansonsten ist der restliche Brief identisch. Und genau alles, außer die zwei unterstrichenen Texte, die sind dann im Hauptdokument drin. Wie gesagt, den Zehnbrief besteht aus zwei Dokumenten oder zwei Dateien. Die erste Datei ist das Hauptdokument und da sind, wie gesagt, die Texte, die sich von Brief zu Brief nicht ändern. Und der zweite Teil vom Zehnbrief, das ist die sogenannte Datenquelle. Durch mal auch hier mit DQ abkürzen. Und die Datenquelle beinhaltet die Daten, die sich von Brief zu Brief ändern. Jetzt in unser einfaches Beispiel hat man ja nur zwei Sachen, die sich von Brief zu Brief ändern, nämlich der Empfänger, die unterschiedlichen Empfänger und dessen Partner. Okay? Und jedes von denen nennt man ein Feld. Also das ist das erste Feld. Und das beinhaltet in unserem Fall, in unserem einfachen Brief, da drin war der Empfänger. Okay? Und das zweite Feld, da drin war der Partner. Natürlich jetzt beim Geschäftsbrief sind dann mehr als zwei Felder. Dann hat man zum Beispiel Firmenname, dann die Anrede Herr oder Frau, dann hat man die Ansprechperson Vorname, Ansprechperson Nachname, Straße, Postleitzahl, Ort und so weiter. Also da hat man dann mehrere Felder. Jetzt aber in unserem einfachen Brief hätten wir, wenn wir jetzt unser Brief in einen Zehnbrief umwandeln wollten, müssten wir eigentlich eine Datenquelle haben mit zwei Feldern. Ein Feld für den Empfänger und ein Feld für den Partner. Und diese zwei Dokumente sind der Zehnbrief. Ein Zehnbrief muss beide haben. Weil, was ein Zehnbrief macht, er mischt dann diese Daten in diesem Hauptdokument. Der erste Gast kriegt dann dieses, der zweite Gast kriegt dann dies, der dritte Gast kriegt dann diese und so weiter. Deswegen jede Zeile nennt man einen Datensatz oder Satz. Okay, ein Datensatz. Das heißt, der erste Brief hat dann den ersten Datensatz. Da hat dann Anna und ihr Partner, der Alfred. Der zweite Brief hat dann automatisch den zweiten Empfänger, von mir aus Ralf und seiner Freundin Martina und so weiter. Und das ist das Konzept vom Zehnbrief. Deswegen, jedes Mal, wenn man einen Zehnbrief erstellt, erstellt man erstmal das Hauptdokument. Da ist der Text drin, der sich von Person oder von Empfänger zu Empfänger nicht verändert. Und man muss dann auch eine Datenquelle haben. Und diese Datenquelle beinhaltet die Daten, die sich von Brief zu Brief verändern. In den meisten Fällen ist das Hauptdokument offensichtlich in Word oder ein ähnliches Textverarbeitungsprogramm. Und die Datenquelle ist meistens in einer Art Datenbank. Das heißt zum Beispiel Excel wäre ein typischer Kandidat oder Access oder auch andere Datenbanken, zum Beispiel größere Datenbanken, die in Firmen sind, von mir aus auch eine SAP-Datenbank und so weiter. Okay? Aber kaum werden hier Datenquellen in Word erstellt zum Beispiel, weil meistens sind die Daten sind immerhin tabellarisch aufgelistet und die Daten sind meistens schon schon angelegt, bevor man den Brief schreibt. Also zum Beispiel die Gäste, die ich zu meiner Fete einladen will, die habe ich ja schon vorher, bevor ich die Fete habe, habe ich die schon. Ich werde nicht die Gäste erst erfassen, wenn ich die Fete mache. Meistens hat man schon diese Leute schon vorher in einer Form von Datenbank, wenn es sein muss, auf mein Handy-Adressbuch zum Beispiel. Ja? Also von daher ist die Datenquelle immer schon vorhanden, in einer Form schon vorhanden und man kann diese Datenquelle auch in einer anderen Form haben. Zum Beispiel nehmen wir an, ich habe jetzt mein Handy-Adressbuch habe ich da und ich will jetzt diesen Leuten alle eine Einladung schicken, dann muss ich dieses Adressbuch in, sagen wir mal, Excel umwandeln und dann kann ich sehr locker einen Zehnbrief erstellen. Das macht man auch in den meisten Firmen. Die Daten sind in irgendeiner Datenbank. Man tut es dann ändern in ein Format wie Excel oder Access von mir aus. Und dann kann man das locker in einen Zehnbrief integrieren. Jetzt wichtig auch hier zu verstehen ist, dass dieser Zehnbrief man soll es so sehen, als eine Art Fabrik oder Produktionsstätte. Die einzelnen Briefe
das werden wir dann später sehen, wenn wir einen Szenenbrief erstellen. Die einzelnen Briefe erhält man per Knopfdruck. Wenn man einen Szenenbrief hat, im Hauptdokument, hat man dann zwei Knöpfe. Mit einem Knopf kann man diese einzelnen Briefe direkt drucken. Okay? Und da ist ein anderer Knopf, ein zweiter Knopf, mit dem kann man dann die einzelne, man erzeugt automatisch eine Datei und diese Datei beinhaltet die einzelnen Briefe, jeder Brief auf einer separaten Seite. Das werden wir dann sehen, wie das funktioniert, aber wichtig hier ist zu verstehen, dass dieser Szenenbrief nicht die einzelnen Briefe sind. Dieser Szenenbrief ist wie, als Beispiel backen, wenn man jetzt Plätzchen backt, man hat die Form, zum Beispiel Stern oder was immer, und mit dieser Form erzeugt man die einzelnen Plätzchen. Der Stern, diese Sternform oder was oder Halbmondform, die man für die Plätzchen benutzt, ist nicht das Plätzchen selber, sondern man erzeugt damit die Plätzchen. Genauso hier ist es im Szenenbrief. Das Szenenbrief ist so wie eine Art Schablone oder Produktionsstätte, mit der per Knopfdruck, entweder direkt zum Drucker oder zur Datei, kann man dann die einzelnen Briefe erzeugen. Und ich werde in dem nächsten Video, werden wir dann aus dieser einfachen Fete-Einladung werden wir dann einen Szenenbrief erzeugen.